Herzlich willkommen, Leute, zurück zu einer neuen Folge Let's Play Watch Dogs 2. Ja, wir fragen uns immer noch, was der Mann da macht. Keine Ahnung. Im Hintergrund dieser wunderschöne Kulisse, das wunderschöne San Francisco. Da hinten noch Oakland, davor so ein Stadion. Die Golden Gate Bridge sieht man von da hinten ist sie. Und hier haben wir auch nochmal einen schönen Ausblick. Wir können Motocross-Rennen machen. Aber ich will jetzt eigentlich erstmal die Mission, also die ganzen Nebenmissionen werden wir noch alle machen. Aber ich finde einfach wirklich, ganz ehrlich, ich finde die Welt mega cool gemacht in Watch Dogs 2, weil es sehr detailverliebt ist. Mein Gott, jetzt wart's doch ab! Ja, oh, 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 oh. So redet man nicht mit einer Frau. Aber fragen wir doch einfach. Willst du die Karte? Ey. Ich glaube, da müssen wir hin. Etwas weiter nach Norden und dann biegen wir. So. Lenken wir die mal ab. Okay, also wir haben eine Mission, es geht immer noch um diese blöde Katze. Ja, und es wird langsam dunkel. Wir sind irgendwo hier. Natürlich mit dem perfekten Auto geworden, eigentlich ein Offroader. Was ist denn das? Fahren wir hier runter. Es ist wieder in Silicon Valley, oder was? Paolo Alto. Alto. Muss halt alt sein. Kennt ihr das Alto-Theater in Essen? Oh. Es regnet. Das ist fiesel. Fängt an zu regnen. Ah! Was? Play Nation? Habt ihr gehört? So. Ach ja! Leute, heute ist ja Sonntag, wenn die Folge rauskommt, Samstag, ne? Genau. Heute gibt es ein neues. Also, ich muss das immer wieder sagen, weil das wissen noch nicht alle. Um 17 Uhr gibt es jeden Tag ein Video auf unserem neuen Channel, Play Nation TV. Ja, ist vollkommen kostenlos. Immer um 17 Uhr. Wir machen das ja in der Crew, also so ein Team mit mehreren Leuten. Könnt ihr mal abchecken. So. Einmal bei YouTube suchen, Play Massive oder Play Nation. So, was ist denn hier? Was ist das denn hier für ein Gebäude? Mal kurz hier reingehen. Ey, das ist doch hier, wo NPs drin ist, ne? Hier waren wir doch schon mal. Aber wir konnten das nicht hacken. Warte mal, vielleicht geht's ja jetzt. Oh, 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 oh. So, hier ist Sperrgebiet. Das ist geil, dass du einfach irgendwo reingehst. Und dann sind da Leute und alles. Also ich finde, was ist das hier? Hm, hier ist nichts. Ich gucke mich mal ganz kurz hier um. Oh, oh. Oh, wir sind nicht. Nichts hast du. Wo sind wir jetzt, Leute? Fuck! Verdammter Scheiße! Mann, ist das echt? Sucht alles ab! Seht euch an! Meine Zeit nicht wert! Au! Au! Ausweichen! Drüben ist was! Hier ist Geld, guck mal. Hier müssen wir zwar eigentlich nicht hin, aber wenn wir schon mal hier sind, hier ist doch irgendwo einer. Oh, Bikes, guck mal. Ah, Scheiße, das tut weh! Schalten wir mal alle aus hier, Sneaky Beaky. Okay, was zum. So, jetzt können wir uns das Geld holen. Ach, guck mal hier. Ja, hat sich ja gelohnt. 20.000 mal eben. Ne, das mit Aiden Pierce ist nicht hier. Das ist woanders. Aber sowas ähnliches. Ja. Cool. Ja, man war ja schon mal erfolgreich wieder, ne? Paar Idioten ausgeschaltet. Und 20.000 haben wir mal verdient. Einmal so random. So, man muss einfach nur mit den ganzen Hexe arbeiten, dann geht das eigentlich. Okay. Oh, es regnet ja immer noch. So. Wir müssen noch weiter weg. Krass, wo ist das denn?
checken das jetzt aus, Leute. Mafia 2 war übrigens, Mafia 3 war übrigens das einzige Spiel Open World Game, was animierte Scheibenwischer hatte. Alter, was ist das denn hier? Okay. Das könnte spannend werden. Oh mein Gott, das ist eine Biker-Gang hier. Das ist zu. Das müssen wir hacken. Okay. Brauchen uns dann nicht mal die Hände schmutzig machen. So, wir markieren einfach mal alles. Alle Gegner. Oh, das ist ja einfach hier. So. Und eine Straßensperre. Wen haben wir denn da? So, wir gehen mal in Deckung. Das ist ja ein bisschen Gangkrieg, das ist gut. Können wir nämlich die Ablenkung nutzen. Yo, Gulli. Was geht, Retro? Die Ragnar-Jungs haben Primate für Automaten-Hacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkarten-Skimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber das Primate Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Ach, das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Primate eine Kopie. Weder der Benutzer noch die Bank kriegen das irgendwie mit. Aber wir... Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Prime 8 sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Halt dich besser zurück, Uli. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihnen die Operation. Geil. Ich hab Bock. Ey, was los? Hey, Leute. Wir machen das jetzt anders. Wir gehen jetzt mal links rum. Zwar nicht durch den Haupteingang. Ich würde einen Jumper mal gerne da reinschicken, aber wie sollen wir die Maus... Ah, nice. Okay, Bankautomaten. Zerstör die Automaten, wie du willst. Oh. Okay, geht mal dahin alle. Komm, alle dahin gehen. Die zwei interessiert das nicht, aber ich knüpfe mal eben das Geld ab. Lenny, was ist da los? Oh, die wirken nervös. Okay, die macht sich da gerade eine Zigarette an. Der geht raus. Der geht auch weg. Okay, geht mal alle raus. Also eine Person ist noch da drin. Haben wir's? Komm los! Schnell, bevor einer kommt! Und jetzt müssen wir eigentlich, warte mal, das machen wir mal eben aus. Jetzt müssen wir einfach abhauen hier. Oh, warte. Oh, das war knapp. So, entsperren noch. Oh nein, da kommt einer. Schnell! Klappe, Alter. Sucht ihn los und hört nicht auf, bis ihr ihn habt. Wir müssen erstmal hier rauskommen, jetzt aus dem Schuppen. Oh nein. Du kotzt mich echt an. Ja! Wie ist das passiert? Ah! Okay. So. Der Glückspilz ist entkommen. Fuck. Wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Wenn wir da oben wieder hochklettern könnten. Draußen ist Alarm. Sind am Arsch. Okay, wir warten. Bis die Lage sich wieder beruhigt. Der Hund, ey, scheiße. Wenn der jetzt da reinkommt. Ah, das ist ja gut. Dann hätten wir nämlich einen Gegner weniger. Oh, oh.
tut mir leid. So, den haben wir schon mal weg. Aber bloß, die haben hier auch so ein... Ja, haben die hier auch. Die haben da draußen... Also müssen eigentlich diesen Ausgang nehmen. Das werden wir so oder so sehen. Wow. Geldautomat hinter. Witzig. Ach, mach ein Nickerchen, Alter. So. Geh rein da. Oh. Okay, 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 okay. Fuck. Warte, wir warten, bis es vorbei ist. Okay, ganz schnell. Ganz schnell, komm! Oh nein. Okay, wir müssen uns verstecken. Da kommt einer, okay. Komm. Danke fürs Nachsehen. So, okay. Er ist immer noch hier. Findet ihn. Fuck. Wir töten dich auch. Wir müssen erstmal verstecken wieder. Lass sie mal suchen. Haben wir irgendwas zum Ablenken hier? Die machen es ja richtig einfach. Okay. Das war knapp, aber wir haben es gepackt. So, die haben wir sogar jetzt da weggelockt. Das ist geil. Okay, hier ist der letzte, komm. Ja, yeah, Mann! Ist das wohl entwischt? Muss man einfach abhauen, oder nicht? Meint ihr, sie haben es kapiert? Als würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit aufjubeln. Lenny wird Schwierigkeiten haben, das den Suns zu erklären. Aber die holen wir uns noch. Eins. Nummer zwei. Dann Handy Bimmel, Kollege. Nummer 3. Und jetzt weg hier. Oh, das Geld sollten wir noch mitnehmen, oder? Komm. Wo ist denn das? Okay, da. Lass euch nicht stören. Halt die Klappe. Okay, ich bin wieder weg. So. Wir haben ein neues Outfit bekommen. Nice. So, jetzt aber weg hier. Ihr Einsatz wird um Meldungen zu einem ausgelösten Alarm oder angegebenen Stürmen.
Okay, go, Baby. Tschüss. Danke für euer Boot, ihr Loser. Ja, Mann. Wasserschutzpolizei. Wir haben die Mission abgeschlossen. Was ist das denn hier? Läuft bei uns. Nummer geblockt. Dämlicher. Beschissener Hamster. Septischer Müll. Rosa Waranwix-Griffel. Lenny, du solltest dich mal im Callcenter bewerben. Also, wir machen dieses Videoding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Okay, wir kriegen neue Follower dazu und eben neue Forschungspunkte. Ja, geil. Alter, wo sind wir denn hier? Sind wir ganz weit außerhalb, ne? Lenny hat recht. Kiki ist noch gesperrt, Marcus. Völlig egal. Schluss mit Spielchen. Wir gehen in ihr HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Nach unseren Infos hat Palm 8 einen Bunker. Bunker. Aber wir wissen nicht wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, das ist möglich. Super. Zeit, Lenny zu besuchen. Keine halben Sachen mehr. Ranch, du bist mein Backup. Ja, mach ich. Okay, Leute. Das seht ihr dann morgen. Morgen gibt es also eine Folge noch und abends einen Livestream. Also ist noch eine schöne Sache. Also wir sehen uns dann morgen wieder bei Watch Dogs 2 zurück. Ladies and Gentlemen, ich schulde euch eine neue Doppelfolge, weil es einmal ausgefallen ist. Habt einen fabelhaften Tag. Da das große Finale dieser